Hey, mach doch mal Pause. Warum? Weil's gut tut und mehr noch goldrichtig ist. Denn ohne Pausen geht gar nichts. Unser Gehirn braucht sie, um überhaupt etwas lernen zu können. Eine sehr schöne Analogie, was die Pause mit dem Gehirn macht, ist das Muskelaufbautraining. Da dachte man auch früher, viel hilft viel, und mittlerweile weiß man, man setzt beim Training den Reiz und dann braucht der Muskel Pause, um zu wachsen. Und so ist es beim Gehirn auch. Man lernt, setzt den Reiz und dann braucht das Gehirn Pause, um wirklich zu verarbeiten. Auch in den Pausen ist es so, dass die wichtigen neuen Informationen einfach nochmal reaktiviert werden. Das heißt Replay, das feuert nochmal in meinem Gehirn, die Neuronen werden nochmal aktiviert. Und dadurch festigen sich die Synapsen, die Verbindungen dann. Und dadurch wird es besser gelernt, besser behalten. Pausen sind genauso wichtig wie die Lehrveranstaltung selber. Pausen, um das Gehirn nochmal zu bereinigen und sich dann mit voller Energie wieder auf das Lernen, auf den Inhalt konzentrieren zu können. Wie wir lernen und welche Prozesse dabei im Gehirn ablaufen, damit kennen sich Alexandra Strasser und Dennis Sedelmeier aus. Sie arbeiten im Didaktikteam von ProLehre und vermitteln Lehrenden in ihren Workshops alles, was es braucht, um eine wirklich gute Lehrveranstaltung abzuhalten. Voraussetzung dafür ist zunächst zu verstehen, wie das Gedächtnis funktioniert. Man geht davon aus, dass das Gedächtnis in drei unterschiedliche Speicher unterteilt ist. Und der zentrale, der in der Vorlesung so wichtig ist, ist erstmal das Arbeitsgedächtnis. Die neue Information kommt ins Arbeitsgedächtnis und ein Hauptproblem vom Arbeitsgedächtnis ist, dass es limitiert ist. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Schreibtisch. Also unser Arbeitsgedächtnis ist unser mentaler Schreibtisch. Und auch ein Schreibtisch hat nur eine bestimmte Größe. Und wenn der voll ist, ist er voll und dann wird er unübersichtlich und dann weiß ich nicht, welche Informationen brauche ich jetzt. Und so ist es auch beim Arbeitsgedächtnis. Also es kursieren verschiedene Zahlen, so um die 5 plus minus 2 Einheiten kann ich mir merken und alles, was drüber kommt, fällt hinten runter beim Schreibtisch. Und deshalb ist es wichtig, dass ich den Schreibtisch immer wieder aufräume, dass ich mir also Zeit nehme, entweder Pausen oder Verarbeitung, um mir zu überlegen, welche Information ist wichtig. Welche soll behalten werden, soll ins Langzeitgedächtnis überführt werden, konsolidiert und welche kann einfach wieder runter. Dabei steht das Arbeitsgedächtnis in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis. Neues Wissen wird mit vorhandenem verknüpft. Dieser ganze Prozess ist aber sehr begrenzt und man hat auch nicht so viel Ressourcen und Kapazität, um wirklich eine tiefe Verarbeitung zu schaffen. Wenn ich jetzt aber eine Pause mache, dann können die Gedanken ein bisschen schweifen und man hat die Möglichkeit, neue Assoziationen zu verknüpfen oder herzustellen im Gehirn. Und dadurch können ganz neue und kreative Ideen entstehen, die dann die Lösung von dem Problem sind. Und das Phänomen dabei, die besten Ideen kommen einem immer, na wo wohl. Ich würde es gar nicht sagen unter der Dusche, aber gute Frage. Doch bleiben wir beim Duschen. Dieses Phänomen ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Was bei dem Thema Pause ganz spannend ist, es gibt eine aktuelle Studie, The Shower-Effekt nennt sich das, wie man lernt oder warum man lernt, während man unter der Dusche ist. Was ja eigentlich so ein bisschen paradox klingt daran, weil man beschäftigt sich ja gar nicht aktiv gerade in dem Moment mit dem Thema und trotzdem schafft das Gehirn Assoziationen zu knüpfen, die dann eine Vertiefung oder neue Ideen bringen. Neueste Forschung geht davon aus, dass man sich das Gehirn vorstellen kann wie ein Schwamm. Also es kommt immer mehr Information, das Hirn saugt wie ein Schwamm die Information auf und in der Nacht oder auch in Pausen wird dann der Schwamm wieder entleert, also mehr oder weniger ausgequetscht und durch den Filter das Wichtige wird behalten, das geht ins Langzeitgedächtnis über, in den Neokortex und das Unwichtige fällt hinten raus. Und am nächsten Tag in der Früh hat man dann einen leeren Schwamm, der ist bereit, neue Informationen aufzusaugen. Was im Schlaf oder auch in einer kürzeren Pause mit unserem Gehirn passiert, ist faszinierend. Das hat sich auch eine Gruppe Studierender der Jungen Akademie gedacht und wurde mit ihrem Vorschlag Breakmore zu einem der Gewinnerteams der TUM Future Learning Initiative 2020. Alexandra Strasser und Dennis Sedelmeier haben Breakmore aufgegriffen und ausgeweitet. Viele Ideen gesammelt und ein gesamtes Wiki aufgestellt mit Material zur Pausengestaltung. Und diese Idee wurde an uns herangetragen und wir haben uns überlegt, das ist super, das ist toll, weil auch wir sagen unseren Lernenden immer, macht Pause, aber uns reicht es noch nicht. Also
zu sagen, bewegte Pause, das ist eine Form von Pause. Aber Pause kann so viel mehr sein. Das kann eine biologische Pause sein, wo die Studierenden kurz frische Luft schnappen können oder was trinken, was essen. Aber auch eine soziale Pause, wo ich mich austausche. Und wir gehen sogar so weit zu sagen, Hauptsache, ihr denkt jetzt mal nicht an den Lernstoff. Neben der aktiven und der sozialen Pause haben wir noch einen Katalog zusammengestellt mit unterschiedlichen Pausenarten. Da ist dann Selbstfürsorge mit drin, wo es um Meditation geht, einfach so ein bisschen diesen Aspekt abzudecken. Oder auch kognitive Pausen, wo es um, wie man Quizze erstellt, um einfach so ein bisschen einen Spaßfaktor in die Veranstaltung zu kriegen. Und Dozierende können sich da rauspicken, was sie gerne möchten. Klaus Diepold schwört auf die bewegte Pause und das seit knapp 2 Jahrzehnten. Der Professor für Elektro- und Informationstechnik hatte 2004 gemeinsam mit Mitarbeitenden einen Kurs bei Polere besucht. Thema: aktivierende Lehrmethoden. Und eine der Methoden aus dem sogenannten Methodenkoffer war eben so eine bewegte Pause zu machen. Und die Gruppe war halt 20 Leute in etwa groß. Und die Empfehlung der Dozenten von diesem Seminar war eben auch, das kann man mit Gruppen von 20 Studierenden gut machen. Und ich hatte damals Erstsemester Elektrotechnik, 800 Leute im Physikhörsaal. Sage, also ich kann es nicht nur mit 20 Leuten machen, ich probiere das jetzt mal aus mit 800. Und haben dann Ich bin topfit das erste Mal mit 800 Studierenden im Physikhörsaal gemacht. Und es kam und kommt gut an bei den Studierenden. Ich finde es toll, dass man dazu gezwungen wird, quasi aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Ich finde das morgens immer ganz schlimm, dass ich halb tot in den Vorlesungen sitze, weil ich eigentlich kein Frühaufsteher bin und viel zu müde bin, um da irgendwas zu verstehen. Vor allem, es hat so einen kleinen Spirit aufgebaut, sodass man auch noch in anderen Vorlesungen, jetzt immer so davor, danach oder währenddessen, fängt man an so, ich bin top fit. Auch wenn man das irgendwie nur so mit seinem Kumpel macht, dann ist man irgendwie schon direkt ein bisschen motivierter dabei. Pausen können so viel und dürfen unterschiedlich sein. Hauptsache, unser Gehirn hat mal Auszeit.